Meine Damen und Herren, ich rufe den Tagesordnungspunkt 12 auf. Das ist die erste Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der AfD, Hessisches Gesetz zum Schutz vor gesundheitlichen Gefahren durch Kohlenstoffmonoxid in Shisha-Einrichtungen, Drucksache 20/4001. Und zur Einbringung hat sich Herr Lambrou von der AfD gemeldet. Vereinbarte Redezeit ist 7,5 Minuten. Herr Lambrou, Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen! Kohlenstoffmonoxid wird oft unterschätzt, da man es weder riecht, schmeckt oder sieht. Eine Gefahrenquelle sind zum Beispiel nicht zuverlässig mit Frischluft versorgte Shisha-Einrichtungen. Kohlenstoffmonoxid wird hier insbesondere durch die Kohle freigesetzt, die zum Rauchen auf den Tabak aufgesetzt wird. Je mehr Wasserpfeifen nebeneinander stehen, desto mehr Kohlenstoffmonoxid entsteht. In geschlossenen Räumlichkeiten kann somit schnell eine gefährlich hohe Gaskonzentration freigesetzt werden, die in Einzelfällen auch tödlich sein kann, wenn nicht für eine ausreichende Belüftung gesorgt wird. Deshalb diskutieren wir heute unseren Gesetzentwurf zum Schutz vor gesundheitlichen Gefahren durch Kohlenstoffmonoxid in Shisha-Einrichtungen. Der Anlass, meine Damen und Herren, ist aktuell durchaus besorgniserregend und sollte von uns allen ernst genommen werden. Denn es hat in den vergangenen Monaten einige gesundheitsgefährdende Vorfälle gegeben. Der jüngste Vorfall ereignete sich vor nicht einmal 4 Wochen, weniger als 10 Kilometer vom Hessischen Landtag entfernt. Wegen einer erhöhten Kohlenstoffmonoxidkonzentration in der Luft, die zufällig bei einer reinen Routinekontrolle festgestellt wurde, mussten in Wiesbaden-Erbenheim eine ganze Shisha-Einrichtung sofort geräumt werden. Bei 35 der 80 Gäste wurden medizinisch relevante Kohlenstoffmonoxidkonzentrationen im Blut und damit Anzeichen für eine Vergiftung festgestellt. Wegen Vorfällen wie diesen forderten der Hessische Städtetag und auch die Schornsteinfegerinnung Rhein-Main bereits vor über einem Jahr das Land Hessen zum Handeln auf. Zitat: Es fehlt die gesetzliche Grundlage. Und schon Ende 2016 bei einer öffentlichen Anhörung im Hessischen Landtag berichtete eine Vertreterin des Hessischen Städtetages von Problemen bei Shisha-Gaststätten mit Bezug auf die Kohlenstoffmonoxid-Emissionswerte. Auch das Regierungspräsidium Gießen warnte bereits 2017 explizit vor der gefahrvollen Kohlenstoffmonoxid-Vergiftung in Shisha-Einrichtungen. Nennenswerte Reaktionen der hessischen Landesregierung gab es bislang jedoch keine, mal abgesehen von einer Antwort innerhalb einer kleinen Anfrage, wo es hieß, man prüfe derzeit, ob und welche Vorschriften ergänzt werden könnten. Wir als AfD wollen angesichts von gesundheitsgefährdenden Ereignissen hier nicht länger warten und bringen daher hier und heute eine Initiative ein, die sehr eng einem über alle Parteigrenzen hinweg gelobten SPD-Gesetzesentwurf aus Hamburg aufbaut. Meine Damen und Herren, es ist selbstverständlich klar, dass vor dem Hintergrund der schrecklichen Morde in Hanau im Februar dieses Jahres alles rund um das Thema Shisha-Einrichtungen in Hessen ein sehr sensibles Thema ist. Und uns ist auch bewusst, dass die Äußerungen im Nachgang der entsetzlichen Tat von Seiten eines unserer Fraktionsmitglieder pietätlos und unangemessen war. Dennoch darf der Gesundheitsschutz in Shisha-Einrichtungen kein Tabuthema sein. In unserem Gesetzentwurf geht es um den Schutz von Menschen. Wir wollen mit dieser Initiative eine bestehende und gesundheitsgefährdende Regelungslücke in Hessen schließen. In ähnlicher Art und Weise wurde das Thema übrigens auch im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern behandelt. Dort wurde das Gesetz jedoch unter anderem mit der Begründung abgelehnt, dass es einerseits kein Regelungsbedürfnis gebe und andererseits keinen konkreten Anlass vorliege. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es lediglich 19 Shisha-Einrichtungen, in Hessen sind es jedoch aktuell fast 450 Shisha-Einrichtungen. Es besteht also Regelungsbedarf. Ein konkreter Anlass besteht, wie eben ausgeführt, Wiesbaden-Erbenheim ebenfalls. Zudem zeigt ein regelmäßiger Blick in die Zeitung, dass gesundheitsgefährdende Vorfälle in Shisha-Einrichtungen durchaus zugenommen haben, Tendenz steigend. In der überwiegenden Mehrheit der 16 Bundesländer war oder ist die Regelung dieser Thematik ein Gegenstand der Diskussion. Und zwar nicht, wie Sie jetzt möglicherweise denken werden,
stets auf Betreiben der AfD. Nein, sondern vielmehr von Seiten der SPD, der CDU, der Grünen und der FDP. Vier Landesregierungen sahen hier übrigens bisher konkreten Handlungsbedarf und schufen neue Regelungen. Schleswig-Holstein, Erlass 26.08.2018, Baden-Württemberg, Allgemeinverfügung 26.10.2018, Hamburg, Gesetz 28.05.2019, NRW, Runderlass 16.09.2020. Die aktuelle Rechtslage in Hessen hingegen ist ein unzureichender Flickenteppich. Nach § 10 Absatz 2 Hessisches Gaststättengesetz können zwar Auflagen erteilt werden, mit denen im Bedarfsfall auf gefährliche Zustände in Gaststätten reagiert werden kann. Diese ergehen aber immer nur reaktiv, und damit ist ein flächendeckender Schutz in Hessen nicht gewährleistet. Außerdem fallen einige Shisha-Einrichtungen gar nicht unter das Hessische Gaststättengesetz. Zudem müssen wir uns auch Gedanken über die tatsächliche Tragweite von hohen Kohlenmonoxid Konzentration machen, denn durch die Begleiterscheinungen wie Übelkeit, Sehschwäche oder Schwindelgefühle können nach dem Besuch einer Shisha-Einrichtung durchaus auch gefährliche Situationen im Straßenverkehr entstehen. Auf Grundlage bestehender Gesetze ist ein hinreichender Schutz für Besucher von Shisha-Einrichtungen vor den gesundheitlichen Gefahren von Kohlenstoffmonoxid in Hessen aus unserer Sicht nicht ausreichend gewährleistet. Deshalb sollte ein Gesetz beschlossen werden, wie in Hamburg. Denkbar wäre statt einem Gesetz aber auch ein gemeinsamer Runderlass der zuständigen Ministerien, wie in den drei anderen eben aufgeführten Bundesländern und wie es beispielsweise unser Nachbarbundesland NRW vor nicht einmal 2 Monaten verabschiedet hat. Verehrte Kollegen, falls Sie von der Notwendigkeit der Regelung dieses Themas noch nicht überzeugt sein sollten, möchte ich zum Abschluss meiner Rede noch auf den Magistrat der Stadt Frankfurt verweisen. Auf einen Berichtsantrag der FDP-Fraktion im Frankfurter Römer zu Shisha-Einrichtungen nahm der Magistrat nämlich vor wenigen Monaten wie folgt Stellung. Ich zitiere: Wünschenswert wäre eine umfassende gesetzliche Regelung, wie sie etwa die Hansestadt Hamburg mit dem hamburgischen Gesetz zum Schutz vor gesundheitlichen Gefahren durch Kohlenstoffmonoxid in Shisha-Einrichtungen getroffen hat. Zitat Ende, unterzeichnet von Frankfurts SPD-Oberbürgermeister Peter Feldmann. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Lambeau. Als nächster und einziger hat sich bisher gemeldet der Kollege Pürsün von der Fraktion der Freien Demokraten. Ich übergebe das Mikrofon. Tja. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die AfD schreibt von Rot-Grün in Hamburg ab. Das ist schon etwas verwunderlich. Die Intention der Vorlage mag jeder von uns erahnen, aber auf das Verhältnis der AfD zu Shisha-Bars möchte ich nicht weiter eingehen. Wer nach Feierabend Lust auf eine Shisha und ein Bier hat, muss davon ausgehen dürfen, dass er nicht mit einer Kohlenstoffmonoxidvergiftung nach Hause geht. Das ist ein valides Anliegen. Aber und das ganz deutlich, dazu brauchen wir nicht das abgeschriebene Gesetz. Liberal geführte Bundesländer haben vorgemacht, wie das mit einem Ministererlass funktioniert. Wir brauchen kein Gesetz, das die Betreiber erst einmal dazu zwingt, ihre Läden dicht zu machen. Wir brauchen eine klare Anweisung, Aufklärung und Information. Dazu taugt ein Ministererlass allemal. Wir haben das Gaststättengesetz. Die Befürchtung, dass Shisha-Bars keine Getränke anbieten, um keine Gaststätte zu sein, ist weltfremd. Und es ist auch eine Unterstellung, die wir nicht teilen. Wenn versucht wird, über die Hintertür den Shisha-Bars pauschal den Kampf anzusagen, werden wir nicht mitmachen. Wir Freien Demokraten setzen auf den mündigen Bürger, der mit entsprechenden Informationen eigenständig entscheidet, welchen gesundheitlichen Risiken er sich aussetzt. Naja, es passt ja zur AfD als Verbotspartei. Fakt ist, Shisha-Rauchen hat seine Anhänger, und die werden mehr. Im Übrigen über alle Kulturkreise und sozialen Kreise hinweg, Kollegen der AfD. Daher sollte die Landesregierung in Betracht ziehen, eine Informationskampagne dazu zu starten.
Informationskampagnen der Hessischen Landesregierung sind ja derzeit schwer beliebt, wenngleich nicht immer gelungen. Aber aus Fehlern kann man bekanntermaßen ja lernen. Und dass Herr Minister, Staatsminister Al-Wazir eine Kochkampagne macht, hat ja auch den einen oder anderen sehr verwundert. Im Übrigen sei angemerkt, dass das Problem nicht so sehr eine Lücke im Recht ist. Wir müssen die Landkreise und Städte in die Lage versetzen, regelmäßig auch Shisha-Bars kontrollieren zu können. Ergo, da muss angesetzt werden. Ein neues Gesetz brauchen wir nicht. Es gibt mildere Alternativen, die ebenso effizient sind. Vielen Dank. Es liegen keine weiteren. Jetzt kommt noch eine Wortmeldung. Sie dürfen auch längere Sätze sagen. Frau Semmelz, Sie haben das Wort. Moment. Ganz kurz. Die Technik ist irgendwie ein bisschen müde. Jetzt haben Sie das Wort. Ich mache es ganz kurz. Ich weiß, wir wollten hierzu eigentlich nicht reden, aber eins muss man sagen, auch wenn mein Vorredner, der Herr Pürsün, jetzt sich wirklich Mühe gegeben hat, auf das Inhaltliche einzugehen. Ich meine, entgegen dem Eindruck, den die AfD hier mit diesem Gesetzentwurf entstehen lassen möchte, es geht hier nicht um Genuss oder um Gesundheitsschutz. Es geht hier um Rassismus. Es geht hier um Rassismus. Und wenn Sie sagen, Pietät, wenn Sie von pietätlosen Bemerkungen von Ihrem Parteikollegen reden und sagen, das war pietätlos und es tut Ihnen leid, ja, dann muss man Ihnen die Frage stellen, was war das denn vor den Morden von Hanau? Was war das denn? Da haben Sie nämlich auch die Shisha-Bars zu kriminellen Orten verrufen. Und ja, Ihr Parteikollege Dimitri Schulz zum Beispiel, andere Parteikollegen der AfD in anderen Bundesländern, diese Beispiele brauche ich jetzt gar nicht aufzählen. Ich glaube, die sind allen bekannt. Was war das denn? Sie haben doch erst dafür gesorgt, dass es zu diesen Morden gekommen ist. Und jetzt sich hier und Entschuldigung, Frau Kollegin, aber das geht so nicht. Das geht so wirklich nicht. Und ich sehe auch an den Augen Ihrer Fraktionsvorsitzenden, dass sie das auch nicht so besonders gut empfindet. Habe ich Ihnen das Wort gegeben gerade? Also Ihre Fraktionskollegin ist gerade voll neben dem Parlamentarismus vorbeigeschlittert. Und jetzt wollen Sie auch noch mit dazwischenrufen. Wir machen jetzt keinen Ältestenrat, aber ich bitte darum, dass das Protokoll ausgedruckt wird und dass wir das auf der Tagesordnung des nächsten Ältestenrates jedenfalls mal besprechen können. Vielen Dank. Nein, weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Dann darf der Minister für die Staatsregierung, wird jetzt für die Staatsregierung reden. Bitte schön. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich habe mich bewusst entschieden, jetzt nur zum Gegenstand dieses Gesetzes kurz die Haltung der Landesregierung wiederzugeben. Wir alle wissen, dass Shisha-Bars beliebte Treffpunkte sind, insbesondere für Jugendliche, für junge Erwachsene, und dass das Rauchen von Shisha-Pfeifen als geselliger Akt auch immer mehr Anhängerinnen und Anhänger findet. Und aus Sicht des Gesundheitsministeriums ist es deshalb umso wichtiger, die meist jungen Besucherinnen und Besucher auch über die Gefahren aufzuklären, die mit dem Shisha-Rauchen einhergehen. Denn Shisha-Rauchen ist gesundheitsschädlich, genauso wie jede andere Rauchgewohnheit. Und ich will auch ausdrücklich dem weit verbreiteten Vorurteil widersprechen, dass Shisha-Rauchen ungefährlicher sei als das Rauchen einer Zigarette. Rauchen, egal in welcher Form, bedeutet immer eine Gefährdung der eigenen Gesundheit. Und deshalb ist es unsere Aufgabe, über diese Gefahren aufzuklären, und zwar gerade Jugendliche und junge Erwachsene vor den Risiken des Konsums zu warnen und das Rauchen so zu vermindern. Neben diesen Aspekten der Prävention, die wir im Umgang mit allen Suchtmitteln als Landesregierung ja fördern, kommt bei Shisha-Bars auch eine weitere wichtige Aufgabe dazu, nämlich der Gesundheitsschutz für alle Personen, die sich in Shisha-Bars aufhalten. Es war
angesprochen. Es kann in Shisha-Bars zu einer erheblichen Konzentration von Kohlenmonoxid kommen. Dieses Gas entsteht bei der Zubereitung, Zwischenlagerung und Nutzung glühender Kohle, mit der der Tabak oder auch andere Aromaträger in einer solchen Shisha ja dann verschwelt werden. Und das Türkische daran ist, dass Kohlenmonoxid ein farbloses, ein geruchsloses und ein geschmacksloses Gas ist, das zu Vergiftungen führen kann, wenn es in zu starker Konzentration eingeatmet wird. Und dadurch, dass es eben farb-, geruchs- und geschmacklos ist, zeigt der Körper auch keine Warnreaktion. Ein Selbstschutz ist also kaum möglich, und damit besteht eine Gefahr für alle Menschen, die sich dort aufhalten, ob Personal oder Gast, ob selbst rauchend oder nur daneben sitzend. Wir haben es also durchaus mit zwei wesentlichen Gesundheitsgefährdungen zu tun. Einmal das Rauchen der Wasserpfeife selbst und dann eben der Aufenthalt in einem solchen Raum, besonders dann, wenn er schlecht belüftet ist. Das Deutsche Krebsforschungszentrum sagt, dass das Rauchen einer Wasserpfeife im Hinblick auf das aufgenommene Rauchvolumen dem Rauchen von 100 Zigaretten gleichkommt. Das muss man sich, glaube ich, auch mal vergegenwärtigen, damit einem die Gesundheitsschädigung noch mal klarer ist, die man sich da möglicherweise selbst zuführt. Die Installation von Rauchgasabzugsanlagen oder Kohlenstoffmonoxidwarngeräten, wie sie ja der Gesetzentwurf, der jetzt vorliegt, vorschlägt, kann aber aus unserer Sicht bestenfalls bedingt oder teilweise wirksam sein. Mindestens genauso wichtig ist der Schutz der Gesundheit vor den Gefahren, die vom Rauchen von Wasserpfeifen selbst ausgehen. Denn letztlich geht mit der vorliegenden gesetzlichen Regelung auch die Gefahr einher, das Shisha-Rauchen per se zu verharmlosen. Denn angesichts der geschilderten Beliebtheit, gerade bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen, ist es sehr wichtig, umfassend über die gesundheitlichen Gefahren, die Risiken des Konsums von Wasserpfeifen aufzuklären, also Präventionsarbeit zu leisten, gerade im Bereich des Jugendschutzes. Das macht die Hessische Landesstelle für Suchtfragen beispielhaft, die von uns gefördert wird. Sie hat zuletzt im Mai 2020 einen Elternratgeber herausgegeben, der sich mit dem riskanten Umgang von Kindern und Jugendlichen mit Substanzen und anderen Verhaltenssüchten auseinandersetzt und auch spezifische Präventionsangebote aufzeigt. Die Landesregierung prüft deshalb einen ganzheitlichen Ansatz mit Blick auf den Schutz der Gesundheit von Gästen und Angestellten in Shisha-Bars. Wir werden dabei auch die notwendige Präventionsarbeit und die Gesundheitsgefahren, die vom Shisha-Rauchen an sich ausgehen, berücksichtigen. Wir werden die Erfahrungen anderer Länder mit entsprechenden Regelungen genau prüfen und in die hessischen Überlegungen einbeziehen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie verstehen mich bestimmt auch so. Wir müssen hier gerade ein bisschen sauber machen. Vielen Dank für den Redebeitrag. Nach unseren Geschäftsordnungsvorgaben ist damit die erste Lesung durchgeführt worden. Und zur Vorbereitung der zweiten Lesung wird der Gesetzentwurf 204001 in den SIA überwiesen. Ist das so Konsens? Dann werden wir das so tun.